Ja, moin Leute. Ja, neben meinem aktuellen Durchlauf bei Pokémon Infinite Fusion kam mir so die Frage, ob es nicht eigentlich auch möglich wäre, ähnlich wie bei den normalen GBA-Spielen beispielsweise oder DS-Spielen, ob man auf dem Handy spielen könnte. Nachdem ich ein bisschen hier und da rumgeschaut habe, habe ich dann auch eine Möglichkeit gefunden. Allerdings bin ich da erstmal darauf gestoßen, dass die meisten Tutorials in dem Fall auch eher englischsprachig sind und hatte dann auch noch so diesen ein oder anderen kleinen Stolperstein auf dem Weg gehabt, wo ich mir dann dachte, da kann ich doch einfach mal meine Erfahrungen mit euch teilen und würde das jetzt in dem Fall mit euch einfach mal einmal komplett durchgehen. Wir machen das Ganze im Beispiel vom Android, weil es bei iOS aussieht, weiß ich in dem Fall leider nicht. Und damit ich euch das zeigen kann, habe ich mir gedacht, nehme ich in meinem Fall hier erstmal einfach einen Emulator, in dem Fall, ne, BlueStacks, und gehe das alles mit euch mal durch. Damit das alles für euch ein bisschen einfacher ist, habe ich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und habe alles, was ihr braucht, zusammen hochgeladen und euch den Download-Link einfach mal direkt unten in die Beschreibung reingepackt. Ich selbst habe das Ganze jetzt hier auch schon einmal runtergeladen und soweit vorbereitet. Ihr braucht letztendlich auf eurem Handy nebenbei noch irgendeine App, mit der ihr in dem Fall ZIP-Dateien entpacken könnt. Ich habe das mal schon mal soweit gemacht, ne? Also das ist hier entsprechend die ZIP-Datei, die ich euch hochgeladen habe. Und in dieser findet ihr dann entsprechend drei Dateien. Das wären zum einmal JoyPlay, das RPG Maker Plugin und Infinite Fusion als sich. Wenn ihr soweit alles runtergeladen und entpackt habt, fangen wir in dem Fall erstmal an mit der JoyPlay Datei. Ihr müsst natürlich bei euch wahrscheinlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, in den Einstellungen von eurem Handy dann aktivieren, dass ihr Dateien von, ne, APK-Installationsdateien dann auch installieren könnt. Möchten wir installieren? Möchten wir natürlich. App wurde installiert. Wir öffnen die aber vorerst noch nicht. So, wenn das geschehen ist, gehen wir weiter mit dem RPG Maker Plugin. Hier genau dasselbe installieren wir. Fertig. Habt ihr beide Apps installiert? Ignorieren wir in dem Fall das RPG Maker Plugin und starten die JoyPlay App. Damit startet ihr anschließend dann auch die Einrichtung, die könnt ihr eigentlich ganz normal skippen. Nehmt natürlich dann wieder die Sachen hier an. Dann fragt euch die App in dem Fall, ob ihr die Zugriffe auf den Speicher gebt. Das müsst ihr in dem Fall ja einmal machen. Die Patreon-Meldung, die euch die App gibt, die klickt ihr einfach beiseite, indem ihr auf einer Freifläche außerhalb von der Meldung klickt. Und dann sind wir auch soweit erstmal schon mal in der App, mit der wir jetzt arbeiten. Da unsere App jetzt natürlich noch leer ist und noch keine Ahnung hat, wo sich unser Spiel befindet, müssten wir Infinite Fusion hier als Spiel der App noch hinzufügen. Dafür gehen wir in dem Fall einfach oben auf das Plus. Da wir jetzt erstmal die App bzw. das Spiel noch soweit als ZIP-File noch haben, gehen wir in dem Fall auf Import Archive File, wählen dort unsere ZIP-Datei von Infinite Fusion aus. Meine ist hier. Jetzt kann es natürlich sein, dass ähnlich wie bei mir, bei euch, sobald ihr die ZIP-File auswählt und auf Choose drückt, ihr versucht das zu entpacken bzw. zu öffnen und die App euch abstürzt. Für so einen Fall öffnen wir einfach erneut die App. Was Vergangenheits-Juri hier in dem Fall nur nicht erwähnt hat, war, ihr müsst natürlich die ZIP-Datei des Spiels auch vorher einmal entpacken. Nimmt dafür am besten wieder genau dieselbe App, womit ihr auch vorher das heruntergeladene ZIP-Archiv entpackt habt. Entpackt das Spiel in denselben Ordner und dann seid ihr good to go. Gehen wieder auf das Plus und gehen anstatt auf Import Archive File auf Add Game. Hier sagt er uns dann auch entsprechend schon, dass wir entweder eine EXE, eine SH, PH oder HTML-Files nutzen können. Wir gehen auf Choose. Gehen wieder in unseren Ordner rein, in dem Fall jetzt hier in den Ordner von Infinite Fusion und wählen die game.exe aus. Das Ganze möchte natürlich noch einen Namen, den können wir eigentlich auch so belassen. Drücken auf Weiter. Version können wir in dem Fall uns der Beschreibung entnehmen. Können wir zum Spaß jetzt mal reinschreiben. Das wäre dann die Version 5.3.1.2. So, richtigkeitshalber. Gehen da auch weiter. Jetzt könnten wir hier noch ein eigenes Logo hinzufügen. Das kann jeder machen, wie man will. Nötig ist es nicht unbedingt. Drücken auf Next. Und schon haben wir hier Infinite Fusion eingefügt.
So, und damit wäre unser Emulator eigentlich auch schon ready to go. Das heißt, wir gehen jetzt hier in dem Fall einfach auf das Icon und Pokémon Infinite Fusion startet dann auch schon. Die ganze Geschichte dauert halt einen kleinen Moment, daher würde ich sagen, wenn das durchgeladen ist, sehen wir uns dann im Hauptmenü wieder. So, das Spiel ist fertig geladen, wir sind im Startscreen und Leute, die beispielsweise schon RPG Maker Spiele gespielt haben, die wissen in der Regel, Enter ist in der Standardkonfiguration immer das Okay. Das heißt, über Enter können wir durch das Hauptmenü dann weiter. So, nun kommt es normal vor, dass der Emulator uns schon die Meldung gibt, dass er das RPG Maker Plugin, was wir zusätzlich ja noch installiert haben, kennt und damit die Einstellungen für den Controller, also die Konfiguration der Tasten, dann entsprechend erkannt hat und hinzugefügt hat und dass man aufgefordert wird, einmal das Spiel neu zu starten, um die Sachen zu aktivieren. Das machen wir auch in dem Fall am besten. Wir gehen hier oben über das Pfeil, über diesen Pfeil, gehen entsprechend auf das X. Damit schließen wir einmal das Spiel. Falls bei euch der Emulator auch schließen sollte, öffnen wir ihn halt einfach mal neu, gehen in das Spiel und knüpfen dann genau da an, wo wir dann zuletzt aufgehört haben. So, das Spiel ist neu gestartet. Wir sind wieder im Hauptmenü und nun kommen wir auch schon zu den ersten Sachen, die mir ein wenig Kopfzerbrechen gebracht haben. Zum einen ist es so, wenn wir einen neuen Spielstand starten und unsere Daten hier eingeben, sprich wir fangen an mit dem Alter, dem Geschlecht und den Namen, kam bei mir auf dem Handy das Problem, dass sobald ich in das Feld gegangen bin für den Namen, sich meine Tastatur auf dem, also ne, diese virtuelle Tastatur auf dem Handy geöffnet hat, ich dort darüber meinen Namen eingeben konnte und ab dem Punkt stuck war. Ich bin weder rausgekommen aus dem Menü, noch konnte ich den Namen bestätigen, damit ich dann weiterkomme. Diese Tastatur, die mir hier angezeigt wird, war einfach nicht vorhanden. Wenn das bei euch auch der Fall ist, müsst ihr leider das Spiel nochmal neu starten und in den Einstellungen etwas ändern. Damit wir an dem Punkt weiterkommen, nachdem wir unseren Namen eingegeben haben, müssten wir, wie gesagt, einmal in die Options reingehen und müssen einen Punkt in dem Fall hier umstellen. Und zwar geht es um diesen Punkt Text Entry. Der steht Standard auf Keyboard. Wir müssten ihn dann entsprechend auf Cursor umstellen. Wenn ihr das gemacht habt, schaut, ob ihr vielleicht noch das ein oder andere umstellen wollt. Wenn ihr dann mit allem fertig seid, gehen wir nach ganz unten auf Confirm. Überprüfen wir am besten noch einmal, ob das auch wirklich übernommen wurde. Ist in dem Fall auch passiert. Gehen anschließend wieder auf New Game. Gehen hier rein und schon haben wir, wie auf den älteren Spielen, ebenfalls die Möglichkeit, hier über die Buchstaben da durchzugehen. Gebt also einfach euren Namen ein. Wenn ihr fertig seid, geht einfach auf OK. Und somit habt ihr anschließend auch den Submit-Button. Bestätigt den. Und die ganze Geschichte geht los. Geht ansonsten die Einstellung eurer Wahl durch. Für die, die es kennen, die sollten damit keine Probleme haben. Falls ihr noch Infos haben sollt, geht einfach auf More Info, schaut durch, was die einzelnen Einstellungen machen. Und wenn ihr damit fertig seid, sehen wir uns denn in dem Spiel, sobald wir uns selbst bewegen können. So, da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt mit unserer Mutter und unserem Rivalen kurzes Stelldichein hatten, kommen wir zu dem zweiten Punkt, den Tastenzuweisungen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar sehe ich vor allem das Problem, was ist was. Ihr habt ja, wie gesagt, das ganz normale Steuerkreuz. Die Enter-Taste ist bis dato immer das Tätigen gewesen. Wir gehen jetzt einfach mal von der Steuerung auf einem Gameboy aus, quasi die A-Taste. Escape war zum Schluss die B-Taste. Aber es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten mehr. Und zwar habt ihr erstmal generell die Möglichkeit, auch das Spiel schneller laufen zu lassen. In dem Fall läuft das über die Taste Q. Es gibt insgesamt drei verschiedene Stufen, nämlich einmal die Standardstufe, ganz normal, läuft das Spiel in normaler Geschwindigkeit. Dann könnt ihr es noch einmal und auch ein zweites Mal beschleunigen. Wenn ihr dann die Q-Taste noch ein drittes Mal drückt, seid ihr wieder in der normalen Geschwindigkeit. Viel gravierender waren für mich diese Punkte bezüglich der A- und der B-Taste. Und zwar ist es so, ihr könnt mit diesen beiden Pfeilen hier unten in der Ecke die Tasten hier einmal umschalten. Nun ist es so, dass wir beispielsweise die C-Taste ist in dem Fall immer die A-Taste, die befindet sich Standard auf der zweiten Seite. Die X-Taste ist quasi die B-Taste und auch dieselbe Taste, mit der ihr
euer Menü öffnet. Sprich, wenn wir hier reingehen, wir gehen auf den Rucksack und damit wir aus dem Rucksack rauskommen, können wir entweder die Escape wieder drücken oder eben die X-Taste. Für mich persönlich ein bisschen umständlich gewesen. Ihr könnt euch diese Tasten aber anlegen, wie ihr es wollt, wie es für euch am liebsten ist. Ich für meinen Teil habe beispielsweise die erste Seite genommen und habe mir die anderen Tasten, die ich brauche, hier vorne auf die erste Seite gelegt. Umbelegen könnt ihr euch die Tasten über diesen Pfeil, den wir hier oben haben, und anschließend auf das Zahnrad. Hier habt ihr noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ihr könnt beispielsweise die Größe der Steuerung hier einstellen, die ist Standard auf 100. Könnt ihr euch größer, kleiner machen, je nachdem, wie es für euch, für eure Hände, für euer Telefon besser ist. Ihr könnt euch die Transparenz einstellen. Falls ihr zum Beispiel mehr vom Screen sehen wollt, dann geht halt mit den 50 runter auf beispielsweise 30. Wenn ihr damit fertig seid, save, und schon sind die Tasten wieder ein wenig weniger im Weg, was das Bild betrifft. Um jetzt natürlich die Tasten umzustellen. Nun sind wir ja schon ein paar Beispiele durchgegangen. Wir haben festgestellt, okay, die X-Taste ist das Menü und B und die C-Taste ist A in dem Fall. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich es mir so eingestellt habe. Ich habe mir diese Taste, wo jetzt aktuell Control Left drauf ist, habe ich mir umgelegt auf das C. Es ist halt alphabetisch geordnet, fängt mit den Zahlen an, geht am besten einfach einmal durch. Wählen wir uns hier das C. Die Q-Taste ist Beschleunigen, die habe ich auch gelassen. Dann gibt es noch eine Taste, die könnte für den einen oder anderen interessant sein. Das ist die Taste D. Die Taste D ist in dem Fall für die, ich sag mal, alten Pokémon-Hasen die Select-Taste, sprich die Taste, auf der ihr eure Quick-Items, eure Haupt-Items, wie beispielsweise Fahrrad oder dergleichen, abspeichern könnt. So, wenn ihr euch das so angepasst habt, wie ihr euch das gerne haben wollt, dann drückt einfach auf Save und schon sind die Tasten entsprechend abgeändert. Ja, das war auch schon das ganze Hexenwerk. In dem Fall hoffe ich, konnte den einen oder anderen helfen. Vielleicht auch noch offene Probleme oder dergleichen lösen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen haben solltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Im besten Fall hoffe ich, dass ich euch auch noch beantworten kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch in dem Fall einfach viel Spaß beim Spielen und vielen Dank fürs Zusehen. Also ja, Like, Kommentar, Abo würde ich mich natürlich freuen. Ist kein Muss, aber hilft dem Algorithmus, ne? In dem Fall. Ich wünsche euch was und ciao.